Willkommen zurück bei Minecraft. Ja, und wir wollten in der Höhle. Und ja, da suchen wir jetzt mal was. Ich vermute fast, ich will so in diese Richtung gehen. Ich wollte eigentlich noch einen Kompass mitnehmen. Damit wir da wieder hinfinden. Ah, das machen wir lieber auch. Wow. Ja, einen Kompass, damit wir wieder nach Hause finden, wenn wir irgendwo aus der Höhle rauskommen. Und diesmal am besten nicht sterben mit Kompass. Um, ja, einfach generell unser Zeug da nicht zu verlieren. Oh, ich mag das so, wenn sich das Licht anpasst. So wie jetzt hier, da ist voll hell. Wir kommen rein, Augen passen sich an und es wird dunkler. So, und ein Kompass. Dazu brauchte ich, glaube ich, eine Karte. Cool, die haben wir sogar noch. Wie baut man denn jetzt nochmal einen Kompass? Moment. Wir gucken hier raus. Könnt euch ein bisschen kurz die Pferde angucken. Mann, wieso vergesse ich denn immer die ganzen Rezepte? Das ist doch nicht mehr wahr. Kompass. Minecraft. Ach ja. Schön, dass es sowas gibt. Ach, vier Eisen. Ich dachte, dazu brauchen wir eine Karte. Naja, gut. Dann würde ich sagen, hat sich das erledigt? Weil wir haben kein Eisen mehr. Aber gut, wir können uns ja dann unterwegs, wir können ja einen Redstone mitnehmen. Na gut, den werden wir vielleicht sogar noch finden, aber wir nehmen zur Sicherheit mal einen Redstone mit. Dann machen wir uns unterwegs eine Karte. Und dann würde ich sagen, damit wir jetzt nicht wieder schlafen müssen, gebe ich einfach mal ein Time Set Day. Sonst müssen wir warten, bis es Nacht ist, bevor wir losziehen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ansonsten müssen wir die Monster wieder anmachen. Zurück zum Hauptmenü gehen. Da hatte ich tausende Welten, habt ihr gesehen. Ist ja auch nicht so wild. Dann müsste ich das Spiel neu starten. Nein, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Da wollte ich gar nicht rausgehen. Und ja, das baut sich jetzt alles. Deswegen, das seht ihr, halt, wenn ich so das Spiel dann starte, lasse ich erstmal alles aufbauen. Denn sonst, ja, das dauert immer einen Moment. Gerade in der Aufnahme dauert es noch ein bisschen mehr. Okay, und dann haben wir jetzt wieder Monster an. Ich weiß gar nicht, war da in der Richtung überhaupt was? Naja, wir werden schon irgendwo eine Höhle finden, in der wir uns ein paar Ressourcen besorgen werden. Und ich glaube, in den Höhlen müssen wir dann auch eventuell die Schatten ausmachen, weil es ja doch sonst recht hell ist in den Höhlen. Wobei recht hell ist eigentlich gar nicht so das Problem, dann seht ihr wenigstens auf YouTube auch was, ne? So, da müssen wir jetzt nur was finden. Darum, ich wollte mal in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Das ist nur so eine Unterführung, ne? Genau. Kommt man da drüben bestimmt, ja, hier so wahrscheinlich wieder irgendwo raus, da hinten und dann ist man schon durch. Lohnt sich also nicht so. Wobei wir einen Höhensound hier bekommen. Also könnte da drunter noch mehr sein. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas, wo wir sagen, oh ja, hier kann man schön reingehen. Irgendwas verwinkelt ist, nicht wahr? So. Ich finde das immer ganz nett zu erfahren, wenn die Let's Player erzählen, wann die denn gerade aufnehmen, also von wann die Folge ist. Und das ist heute Mittwoch um 10 Uhr morgens. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, komm, ich nehme jetzt ein bisschen Minecraft auf. Also quasi fast aktuell für morgen. Also. Oder kommt die heute die Folge? Nee, ich glaube, für morgen habe ich noch eine. Dann müsste diese Folge, die ich gerade aufnehme, müsste Freitag kommen. So war das, glaube ich. Jetzt fängt das schon wieder an zu ruckeln. Das ist wieder permanent nach 3, 4 Minuten. Aber wir wissen ja, dass sich das dann auch wieder fängt. Ach, und wir haben hier hinten direkt einen Pilzwald. Ich sehe da nämlich einen Pilz im Wald. Wusste ich gar nicht. Nee, in der Richtung hier waren wir noch gar nicht, glaube ich. Und wir haben hier einen düsteren Wald. Finde ich eigentlich ganz cool hier, die Location. Sieht nicht schlecht aus. Hier könnte man sich auch irgendwo eine coole Hütte reinbauen, ne? Weil ich hatte erst überlegt, ob wir noch irgendwo künstlich einen Wald anbauen wollen, aber das brauchen wir hier ja gar nicht. Denn wir haben ja hier schon so einen coolen Wald. Nur die Frage, ob wir hier auch eine Höhle finden. Oh, das ist aber cool hier. Ne? Ist doch ganz nett.
Also Folgenname Cooler Wald. Mal gucken, ob ich dran denke. Ja, wir kommen ja auch gar nicht mehr raus. Da hinten. Wir dürfen halt nur nicht vergessen, uns später den Kompass zu machen, um nach Hause zu finden. Denn ich werde hier wieder ruckzuck keine Ahnung von haben. Da ist ein Berg. Berg. Hier ist auch schön, ne? Könnte man sich vielleicht auch mal was bauen. Hier so an dem Waldrand. Da haben wir schon wieder Düdeln im Hintergrund. Ich habe mal wieder Steam angelassen. Eine Höhle. Höhle. Wir brauchen eine Höhle. So einfach nach unten graben wollte ich mich eigentlich nicht. Oh, was haben wir denn da? Sind das noch mehr Berge? Das sind überall so kleine Flussbetten und sowas. Da oben ist eine Höhle. Die wird aber, glaube ich, nicht sonderlich tief sein, ne? Hier waren wir schon mal ein bisschen Kohle vorne vor. Und ein wenig Überlichtung. Ist doch ein wenig heller hier. Schön hier aber. Na gut, viel Höhle ist hier nicht, ne? Aber Kohle haben wir dafür schon mal wieder. Das ist doch schon mal viel wert. So, dann haben wir jetzt hier eine kleine Wohnhöhle. Hier bauen wir uns jetzt wieder rein, 5-6 Folgen lang, und dann suchen wir weiter nach Materialien. Aber so weit werden wir, glaube ich, nicht kommen, weil wir nur 2 Eisenspitzhacken haben. Und davon mal ab will ich hier gar nicht wohnen. Wobei, es ist eigentlich ganz cool, ne? Mit dem Wald hier, mit dem Fluss. Ist schon ganz nett hier. Ja, die Kohle, die können wir dann später wieder in den Höhlen mitnehmen. Oh, das sieht echt cool aus hier. Also, das gefällt mir. Man hier vielleicht noch mal was baut, da hinten so mit diesem Waldblick. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gefällt mir, wie gesagt, gut. Vom Prinzip her möchte ich gerne über... Boah, das sieht ja immer cooler aus hier. Hat was von einem Sumpf, aber ist dann doch wieder ein Wald mit einem schönen See, ne? Ja gut, das, also die Schatten machen da natürlich auch viel aus. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt so langsam mal rüberkommen. So, okay, dann ist hier erstmal ein bisschen bergig. Geht es hier runter in den Berg oder ist das nur wieder so ein, genau, so ein Wasserloch? Wow, wir haben hier voll die coolen Gebirge. Und da haben wir noch mehr Wald. Ja, jetzt sind wir schon wieder voll am Wandern. Naja, zumindest regnet es jetzt. Da sollte ich dann vielleicht gerade mal das Schwert in die Hand nehmen, weil wenn es jetzt dunkel wird durch den... Oh, da ist eine Höhle. Dunkel wird durch den Regen, spawnen natürlich auch wieder die Monster. Aber hier können wir uns natürlich mit ein paar, ja, Fackeln... Was ist das denn? Wow. Das sieht natürlich cool aus mit dem Nebel hier in den Höhlen, ne? Also ich finde es mega. Und wir haben unsere Höhle gefunden, glaube ich, fürs Erste. Ja, doch, das sieht sehr höhlig aus. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Brauchen wir natürlich für unsere Fackeln. Aber wir müssen demnächst halt auch Eisen besorgen, damit wir uns neue Spitzhacken machen können dann. Und natürlich unseren Kompass. Ich weiß nämlich jetzt schon gar nicht mehr, wo es lang geht. Also klar, irgendwie durch den Wald, aber bis wir das dann gefunden haben, auf gut Glück, das könnte ein wenig dauern. Ja, auf jeden Fall, Kohle hat sich schon mal gelohnt, unsere kleine Reise. Ich weiß, das ist immer nicht ganz so spannend, aber wir müssen ja die Ressourcen beschaffen, auch damit wir weiter einschmelzen können und so. Wobei ich hätte eigentlich heute mehr Bock dann eigentlich gehabt zu bauen. Da habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt hast du eine Höhlentour angepriesen und das wollen jetzt vielleicht auch einige sehen, also... Geht's ab in die Höhle. Da bin ich ja dann auch so, ne? Ich, steht zu meinem Wort. So, Kohle haben wir doch schon wieder ein bisschen. Was? Ich dachte gerade, es hat aufgehört zu regnen. Aber es muss erst wieder nebelig werden.
Das hatte sich so ein bisschen gefangen. So, dann haben wir schon wieder ein Stack Kohle voll. Vermute ich mal. Ja, sieht ganz gut aus. So, ein Stack Kohle haben wir schon mal. Die eine lasse ich da jetzt mal hängen. Ja, und mit den Schatten sehen halt die Höhlen noch um einiges cooler aus. Ne? Habt ihr gesehen, das sah gerade voll tief aus und dann zack, sind wir schon wieder hier. Aber da hinten war ja noch ein Gang. Vielleicht werden wir da ja ein bisschen fündiger. Aber wir nehmen hier wirklich noch ganz viel Kohle mit. Weil wir bestimmt noch das eine oder andere einschmelzen, kochen werden, wie auch immer. Ja, eine Diamond Pickaxe wäre jetzt ganz cool, ne? Würde alles ein bisschen schneller gehen. Vor allen Dingen mit Effektivität. Na gut, und wenn wir eine Diamantenspitzhacke haben, dann kommt wieder das halt mit dem Höllenportal, bla bla bla. Wir kennen das ja alle. Verzauberungen und so weiter und so fort. Ja, jetzt können wir die eine hier auch mitnehmen. Ah, da gewinnt sich das Auge aber auch dran an den Nebel. Und da geht es gleich schon weiter mit Kohle. Ein kleines Bergwerk hier gefunden, wa? Ich habe aber die Monster an, ne? Oh, ne, ist noch friedlich wach, weil er abgestürzt war, oder was? Oh, dann tut's mir leid. Ich habe mich gerade gewundert, weil hier noch nicht eine Kreatur war. Und viele bestehen ja immer drauf, dass dann bei so Höhentouren und so auch die Monster an sind. Ist ja auch nichts Verkehrtes, ne? Ich meine, ich sterbe ja auch ohne Monster, also so ist ja nicht. Der haben wir ja gesehen mit meiner Tauchaktion. So. Also doch, hier ist es doch reichlich voll mit Kohle. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ein Bogenschütz, der uns nichts anhaben kann. Mehrere Bogenschützen. Wir haben aber keinen Spawner, oder? Das ist eine coole Location hier. Wie eine Monsterfalle, ne? Na komm rein. Danke. So, dann hat sich das nämlich auch erledigt. Ach, und jetzt will ich schon wieder den Monitor abschalten. So. Ach so, das war's. Na gut, dafür haben wir hier vorne noch ein bisschen Kohle überall. Die nehmen wir gerne noch mit. Also zwei, naja, so drei, vier Stacks wären schon ganz cool. Da kann man auf jeden Fall wieder ordentlich was mit anfangen. Und hier ist ja echt viel Kohle. Was mich aber wundert, dass nicht ein Eisen da ist. Ich meine, die erste Spitzhacke ist gleich runter und wir können uns noch keine weitere bauen. Normalerweise haben wir doch auch mindestens immer so zwei, drei Eisen noch irgendwo rumfliegen, oder nicht? Boah, da geht's direkt weiter. Tja, und dann sind wir hier schon wieder durch, oder was? Schade. War ja jetzt nicht so effektiv. So. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann gucken wir gleich mal, wie viel wir gesammelt haben, diese Folge. Lalalala. Also auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge gesammelt. So viel steht fest. Das ist ja doch dolle, dolle viel. Früher gab es kaum Kohle und jetzt hier ganz schlimm. Da können wir gerade nochmal jetzt gucken, wie viel wir haben. Haben ja schon fast drei Stacks. Und da machen wir mal komplett Fackeln draus, ne? So. Na, dann diese 1000 verschiedenen... Halt. Können wir mal drauf gucken. Tada! Ja, sagt mir gar nichts. Finde ich aber cool, dass die sich halt komplett gleich gemacht hat. Was wollte ich? Ja. Hier vorne zum Eingang wieder zurück. Wollen wir ein Brot essen? Da haben wir noch einen Gang. Nee, ist der Ausgang. Oh, da haben wir aber das erste Eisen jetzt. Ja, es ist regnerisch draußen. Wir haben hier noch ein bisschen Eisen. Immerhin, eine Spitzhacke haben wir schon mal gefunden. Kann man ja so sagen, denke ich.
Ja, und beim nächsten Mal, ich denke, da wird es dann wieder Tag sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss.